Wir riechen etwas und sofort fluten Erinnerungen und Emotionen unser Gehirn. Gerüche warnen uns vor gefährlichen Situationen. Der Geruchssinn lässt uns das Leben besonders intensiv genießen. Es gibt keinen duftfreien Raum auf dieser Welt. Was aber, wenn wir unseren Geruchssinn verlieren? Ich glaube, jeder Mensch, der riechen kann, dem ist das gar nicht so bewusst, welche Einschnitte das in ein Leben hat. Es gibt natürlich Momente, wo es mich schon traurig macht, zu wissen, dass ich nie weiß, wie meine engsten Menschen riechen. Wie, wenn ich mal ein Kind habe, wie mein Kind riecht. Was, wenn sich der Geruchssinn verdreht und gegen uns wendet? Ich konnte nicht mal wirklich Wäsche waschen, weil selbst die Wäsche ganz schlimm Geruch für mich hatte, wo jeder denkt, oh, frisch gewaschene Wäsche ist der schönste Geruch überhaupt. Wie bestimmt unser ältester Sinn unser Leben, unser Verhalten und unsere Stimmung? Riechen hat sehr viel zu tun mit unserem sozialen Dasein, mit Emotionalität. Ich werde durch Düfte immer berührt, egal ob es ein angenehmer ist oder ein unangenehmer Duft ist. Es fasst mich emotional anders an als ein Geräusch oder ein visueller Eindruck. Das Erstaunliche ist ja, dass Düfte dann auch sehr unmittelbar versetzen können in bestimmte Situationen. Ob mir jetzt will oder nicht, ich rieche den Duft und dann ist das Bild auch schon da. Ja, mein Name ist Thomas Hummel. Ich arbeite hier an der Uni HNO-Klinik in Dresden. Wir hatten hier seit 1998 das Zentrum für Riechen und Schmecken aufgebaut mit vielen anderen Kollegen. Und hier versuchen wir Patienten mit Riech- und Schmeckstörungen zu behandeln und zu diagnostizieren und hier natürlich auch Forschung zu betreiben. Meine größte Angst ist eigentlich am Morgen, dass ich im Laufe des Tages einen unangenehmen Körpergeruch entwickle und das nicht wahrnehme. Einfach weil ich nicht selber erkennen kann, riecht das T-Shirt, was ich schon anhabe, oder muss ich mir die Zähne putzen oder habe ich was Falsches gegessen? Also ich habe ja keine Vorstellung davon, was ein Geruch ist und wie unangenehm das wirklich ist. Deswegen bin ich lieber super vorsichtig, um auf keinen Fall unangenehm zu riechen. Ich bin Laurin Ramosa, ich bin 31 Jahre alt und ich bin Journalistin und ich kann von Geburt an nicht riechen, einfach weil mein Riechkolben nicht mitgewachsen ist. Also ich rieche gar nichts. Nichts. Es kitzelt, wenn ich mir Essigessenz unter die Nase halte, aber das ist ja eher eine normale Reaktion der Zellen in der Nase, dass so eine brennende Flüssigkeit da eine Reaktion hervorruft. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, was Geruch ist oder wie man im Kopf darüber nachdenkt. Wie sich auch so ein schöner Geruch zu riechen, wie sich das anfühlt, macht das richtig glücklich? Ist das was, wo ich direkt merke, hier geht Stress weg, wenn ich an so einer Lavendelpflanze rieche? Passiert da was im Kopf? Was macht das mit meiner Stimmung? All das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ohne Kaffee am Morgen ist das für mich kein guter Start, sagen wir es mal so. Riechen, würde ich jetzt behaupten, kann ich nicht. So, morgens, wenn ich mir zum Beispiel einen Kaffee gemacht habe, ich habe immer an den Kaffeebohnen gerochen, immer und immer wieder. Und auf der einen Seite war da schon noch diese Hoffnung, dass irgendwann dieser Tag kommt, wo ich wieder etwas rieche. Aber auch gleichzeitig war es halt jeden Morgen diese Ernüchterung, du nimmst es einfach nicht wahr. Ich bin die Sandra, bin 33 Jahre alt, komme aus dem schönen Örtchen Windesheim und habe seit meiner Corona-Infektion im Februar 2021 meinen Geruchssinn verloren. Ich habe mir angefangen, wirklich Sorgen zu machen, als
3-4 Wochen vergangen waren. Ich habe dann auch an sehr extremen Sachen gerochen, wie zum Beispiel Desinfektionsmittel, wo ich gesagt habe, da muss doch ein Hauch ankommen. Dem war auch nicht so. Und es war dann immer diese Sorgen und Ängste, dass das vielleicht nie wiederkommt. Meine Schwester hat letztes Jahr Nachwuchs bekommen und dieser, ich sag jetzt mal, einmalige Babygeruch, dass ich den nicht wahrnehme, das tut mir wirklich im Herzen weh. Ende letztes Jahres bin ich dann nochmal zum Hausarzt, habe alles abgeklappert und da wurde mir dann von allen Ärzten, die ich wirklich dazu befragt habe, gesagt, das wird nichts mehr. Und der HNO-Arzt hat mir dann aber den Tipp gegeben, mich in dem Riechzentrum in Dresden vorzustellen. Bin dann letztendlich mit wenig Hoffnung dorthin. Doch was passiert zwischen Nase und Gehirn, wenn wir riechen? Der Geruch selbst ist ein chemischer Reiz. Bei jedem Atemzug strömen Duftmoleküle in unsere Nase. Dort treffen sie auf die Riechschleimhaut ganz oben in der Nasenhöhle. Das sogenannte Riechepithel. Etwa so groß wie ein 2-Euro-Stück. Hier sitzen etwa 6 bis 30 Millionen Riechzellen. Von der Anatomie her ist das Riechen besonders, weil sich die Riechzellen erneuern können. Also während ich hier spreche, wachsen mir neue Riechzellen, alte fallen mir aus und das passiert das ganze Leben lang. Diese Riechzellen sind mit rund 400 Geruchsrezeptoren besetzt. Die funktionieren nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Jedes Duftmolekül, das in die Nase steigt, hat eine eigene Zusammensetzung. Der Rosenduft zum Beispiel schließt, hier sehr vereinfacht, die Rezeptoren für R, O, S und E auf, während ein Hasengeruch H, A, S und E aktiviert. So bildet sich für jeden Geruch ein spezifisches Duftmuster. Durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten kann der Mensch Millionen verschiedener Düfte wahrnehmen. Nachdem die Duftmoleküle an ihrem Rezeptor angedockt haben, lösen sie eine elektrische Erregung aus. Diese wandert entlang feiner Riechfasern direkt weiter zum Riechkolben, der zentralen Schaltstelle. Von dort geht das Signal weiter ins Gehirn, wo die Riechwahrnehmung stattfindet. Das Schwierigste ohne Geruchssinn ist die Küche, weil ich schlecht entscheiden kann, ob Dinge nicht mehr gut sind. Früher habe ich die Sachen, die zuerst weg müssen, nach vorne gestellt, einfach damit es leichter ist und damit ich nichts wegwerfen muss, aber auch um es für mich sicherer zu machen. Weil ich mir so in den ersten Jahren des Alleinelebens schon häufiger mal den Magen verdorben habe. Also ich sage immer so, wenn mich jemand fragt, für mich ist der Geruchssinn meine Alarmanlage, die ausgefallen ist. Für mich steht gerade eine Riesenveränderung an, denn ich baue mein eigenes Haus. Derzeit ist meine Wohnsituation noch so, dass wir mit mehreren Generationen unter einem Dach wohnen, was mich natürlich in manchen Lebenssituationen auch beruhigt, weil ich sozusagen nicht auf mich allein gestellt bin. Hier wären wir. Konkret ist es wirklich die Sorge, dass ich einfach den Herd vergesse oder auch, wenn man im Sommer mal grillt, einfach auch das Hantieren mit Gas, dass ich da einfach diese Gefahr einfach nicht aufgrund des fehlenden Riechens wahrnehmen kann. Unser Geruchssinn hat 3 Hauptaufgaben. Als erstes warnen. Er schlägt Alarm, wenn Gefahr droht, sei es durch ein Feuer oder verdorbene Lebensmittel. Zweitens beeinflusst der Geruchssinn unser soziales Zusammenleben. Wir kommunizieren auch über Düfte. Er ist eng mit Emotionen und Erinnerungen verbunden. Und drittens spielt er eine große Rolle beim Essen. Riechen und Schmecken sind ganz eng miteinander verwoben. Wir denken immer, wenn wir eine Kirsche im Mund nehmen, dass es dann nach Kirsche schmeckt. In Wirklichkeit wird die Kirsche gerochen. Also die Kirsche schmeckt bestenfalls süßlich und säuerlich, aber das Kirscharoma wird über die Nase getragen. Also eigentlich wird die Kirsche gerochen. Im Vergleich zu unserem Geruchssinn ist der eigentliche Geschmackssinn geradezu unterentwickelt. In der Schleimhaut der Zunge sitzen nur Rezeptoren für die 5 Grundgeschmacksrichtungen süß, salzig, sauer, bitter und Umami. Beim Essen gelangen über den Rachen Aromastoffe aus der Nahrung von hinten in die Nase. Hier reizen sie die Riechrezeptoren. Die meisten Geschmackskomponenten einer Speise schmecken wir also nicht, sondern nehmen wir über die Nase wahr. 80% des Aromas entsteht aus Geruch. Dankeschön.
Ich würde den Pfirsich als ehestes als fest beschreiben und gar nicht so nach Geschmack. Von der Konsistenz kann ich das schon von anderen Sachen unterscheiden, einem Apfel oder einer Birne. Aber nicht vom Geschmack, da ist es einfach süß. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie Sachen eigentlich schmecken. Meine Mutter hat das auch Jahre nach der Diagnose immer noch gefragt, schmeckt das jetzt denn für dich wie? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie das eigentlich schmeckt. Aber die Grundgeschmäcker habe ich schon. Ich kann aber nicht wirklich was Süßes von was Süßem unterscheiden. Also in den Jahren nach der Diagnose hatte ich nicht so ein großes Interesse am Kochen. Als es dann aufs Alleineleben zuging, hat meine Mutter angefangen, mir das einfach beizubringen, wie Vokabellernen praktisch. Also die hat genau erklärt, das Gewürz geht gut dazu, Rosmarin nimmst du für Kartoffeln, das nimmst du hierfür, in jedes Salatdressing kann noch Schnittlauch rein, aber nicht zu viel. Das habe ich auswendig gelernt mit den Jahren. Ich habe bei Recherchen gelesen, dass es in Dänemark einen Kochkurs gibt, speziell für Menschen, die nicht riechen können. Das habe ich in Deutschland noch nie gesehen und ich habe mich da jetzt mal angemeldet. Also ich bin super gespannt, was das mit meinem Kochen auch macht, ob ich da noch was erschmecke, was ich so bislang noch nicht geschmeckt habe. Feinschmecker, so muss man das wirklich sagen, sind eigentlich Feinriecher. Und das ist für viele eigentlich der Hauptgrund, weswegen sie auch in die Riechsprechstunde kommen, weil das Essen nicht mehr schmeckt. Also ein riesengroßer Faktor der Lebensqualität, der ist verloren gegangen dadurch. Insgesamt muss man sagen, dass bei der Gesamtbevölkerung, sagt man so, dass um die 20% der Bevölkerung eine Riechstörung hat, wenn man das über alle Altersgruppen sieht. Mein Name ist Antje Hehner, ich bin Ärztin, ich stamme aus der Neurologie und bin dann zum Riechen abgedriftet und bin jetzt seit einigen Jahren schon in der Riech- und Schmecksprechstunde tätig. Seit der Corona-Zeit, muss man sagen, haben wir natürlich einen enormen Zulauf durch die vielen Patienten, die ihren Geruchssinn verloren haben. In Deutschland alleine sind ein paar hunderttausend Leute, die heute immer noch durch Corona-bedingten Riechverlust aufweisen. Also Corona hat schon tiefe Spuren hinterlassen und die werden bei vielen Leuten auch nicht weggehen. Also die werden einen bleibenden Riechverlust nach Corona aufweisen. Ich habe dann eine Vielzahl von Formularen ausfüllen müssen und bin dann auch ziemlich direkt zum Riechtest gegangen. Und da war das wirklich so, dass ich an einer Vielzahl von Röhrchen riechen musste. Riechuntersuchungen sind im Grunde ganz einfach, können aber auch ganz komplex sein.